Ja, willkommen zurück zu Let's Play Orcs Must Die 2. Jetzt die Schlucht des Verderbens. Was sollte Neben das Ganze mir, eigentlich? oder Warum beziehungsweise an der mussten anderen wir Seite so der hart Leitung, zurückfallen? ist der Die Magier Fareli. Ardens waren schwach, Hallo. unwissend Und der spielt den und unbeschützt. Kriegsmagier und ich Die Orks die waren ein Werkzeug, ja, um die Zauberin. Korruption und den Schmutz anzurichten. Und Klassischer Machtrausch, wie? schauen wir Verstehe. mal, wir haben jetzt mal beschlossen, die Gegner ein bisschen weniger auszupressen und dafür mehr Geld, also weniger Geld einzunehmen und dafür die Gegner eher platt zu machen. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Hätten wir Das vielleicht wird auch Ihnen mehr gefallen. Säurespritze. Ach, hier oben sieht man auch, wenn man B drückt, normalerweise welche Gegner kommen. Diesmal kommen ganz normale Orks, Koboldläufer, das sind ganz schnelle, und die schweren Ork-Krieger. Ich glaube, am besten ist, wir fangen hier an mit dem Verteidigen. Na, lass uns mal vor allen Dingen uns um hier drum kümmern. Wir kommen erst als erstes von links, so wie es aussieht. Also mach mal links hier, lass mal links zumachen. Ja, nee, lass mal hier in der Mitte anfangen. Beim nächsten Mal sollte ich noch Federn mitbringen. Und dann schauen wir Los mal. geht's. Feuerfallen sind recht teuer, aber zumindest im ersten Teil waren die auch wieder echt effektiv. Sehr angenehm. Ja, auch wieder die Lore ein bisschen benutzen. Nein! Und da war, bist du jetzt runtergefallen? Natürlich. Ja, das sind die ersten Spaltpunkte gewesen. Müssen wir mal aufpassen, dass die Koboldläufer hier nicht durchlaufen. Das So, war's jetzt schon. kommt von der anderen Seite. Das wird Spuren Na, hinterlassen. nicht, ja, nicht das so. Ich war noch nie so Mal gucken, bereit. dass wir uns halt nicht so zubauen. Die meine Pfeile schießen hier zwei Felder halt weit. Und dass wir dann halt in den zwei Feldern danach entsprechend verlangsamen, weißt du? Sachen durch die Gegend, schwere Granaten. Was hätten wir natürlich auch gern, aber nun ja. Willkommen in meiner Kochsendung. So viele auf einmal. Sie auch lässig aus der einen Hand mit dem Powerstab schießt. Damit könnte ich auch nicht spielen, glaube ich. Andere Seite jetzt auch. Ja, aber das seit so wenig wieder kommen, sollten das eigentlich die Flammen-Dinger machen. Ist ja auch immer, also grafisch ist es ja doch relativ stark am ersten Teil, wie die Orks immer so herrlich umherlaufen, wenn sie halt verbrannt werden. So, ich würde sagen, wenn das du wird den sich hier, hübsch an dir machen. noch verkaufen würdest, dann könnte ich hier noch ein Flammending hinmachen und dasselbe. Ach so, auf die Gleise kann man nicht bauen, ich verstehe. So, also wer da jetzt noch durchkommt, es ist an der Zeit. Der muss schon ein klasse Ort sein. Oder natürlich schon schaffen es wieder, dich darunter zu, dich dazu zu bringen, dass du dich in den Selbstmord stirbst.
Ich komme auch wieder aus von der anderen Seite. Alles. Okay, man kann da auch irgendwie auf. Loren. Geht sich dann einmal wild, aber. Das sieht wertvoll aus. Was sonst noch macht? Ganz. Ach, okay, man kann die Lore da wahrscheinlich zur anderen Seite noch bewegen. Man kann sie sozusagen steuern. Das war ein guter Spaß. Ich war noch nie so bereit. So, keine Wave. Und die linke Seite ist jetzt in schwächere, würde ich sagen. Aber da holen wir jetzt einfach mal nach den beiden und dann wird das schon irgendwie gut. Allen erledigen sozusagen den guten Rest. Was es irgendwie nicht mehr gibt, was angezeigt wird, wenn man den Headshot macht. Ich weiß allerdings nicht, ob sie die Hitboxen jetzt komplett rausgenommen haben oder ob das gerade nur irgendwie an meinem Char liegt. Das wird man sicherlich später mal sehen bei den größeren. Aufgrund der Tatsache, dass F da aus Versehen runtergefallen ist, haben wir jetzt nicht die volle Punktzahl. Und das war die Schlucht des Verderbens und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge.